Ich mag die Musik alleine schon. Hallo und herzlich willkommen zurück. Habt ihr Bock auf eine Runde Kostümsets? Nee. Nein, natürlich nicht. Wer hat schon Bock auf Kostümsets? Oh ja, genau. Ich habe jetzt... So, Hundi kraulen. Streiche, streiche. Knuff, knuff. Knuff, knuff. Wow, wow. Ich bin doch im Frühling. Also ich muss sehr erstmal wieder reinkommen. Entschuldigt bitte. Ich bin noch im Frühling. Ich bin noch im Frühling. Das ist okay. Ich war lange nicht mehr hier. Manchmal ist es ja echt ein bisschen anstrengend, wie oft man so eigentlich da unten runter in die Höhlen müsste, um irgendwie weiterzukommen. Okay, ich bin irgendwie noch überhaupt nicht sonderlich weit. Okay, das hier ist... Oh Gott, ist das mega frustrierend hier gerade. Entschuldigt. Das ist ja... Ich bin ja ein bisschen erschrocken. Weil ich nie gedacht hätte, dass ich hier so... Oh Gott. Natürlich, ich habe noch einen, aber den könnte ich halt zumindest schon mal nehmen. Oh mein Gott, das hätte ich nicht gedacht, dass ich hier so schwächlich auf der Brust bin. Ich habe das länger nicht gespielt und ich spiele halt, wie gesagt, auch privat. Und wenn man privat spielt, ist man irgendwie immer sehr viel weiter, als wenn man aufnimmt. Genau, ich wollte selber sammeln für das Ding da hinten. Genau, ich hatte mega lange auf meinen Silberhammer gespart. So. Glück. So. Glück. Ja, das war super, was du da gemacht hast, Mäuschen. Mäusekind, das machst du ja super. Ich fall vom Glauben ab, aber das hier gefällt mir irgendwie null. Ich brauche definitiv mehr Eisen. Alter Schwede. Ach ja, wie viel man sich doch jetzt hier rumtreiben muss. Ich glaube, ich muss nochmal da unten runter. Ich habe ja jetzt diesen... Nee, den wollte ich abhalten. Ich merke mir das nicht, ne? Dass ich den eigentlich behalten will. So. Melken und kraulen, die liebe Bertha. Damit sie weiterhin 3 Sterne-Milch gibt. Na, haben wir hier noch mal ein bisschen was. Ja, ich habe kein Futter mit. Naja, sie hat ja noch ein bisschen was. Ich habe in meinem anderen Spiel tatsächlich deutlich mehr Viecher. Tierchen. Tierleins. Ich würde gerne das Ei vom Boden pflücken. Das klingt echt, als würde sie es pflücken. Und dann einmal Sasuke und Naruto kraulen. Meine kleinen, lieben, knuddeligen Hühner. Ich bin jetzt hier verschnupft. Ich habe ein wenig Schnupfen. Tut mir sehr leid. So. Dann, wo bringen wir denn mal die Milch hin? Die Milch? Alter, ich habe hier echt noch nicht ganz viel, ne? Einer habe ich, glaube ich, zweimal Butter und Käse und all so ein Gedöns. Und hier habe ich irgendwie das Gefühl, ich gucke gar nicht so richtig voran. Ach ja, war ich nicht hier irgendwie, hatte ich nicht hier gerade die Bäume letztes Mal? Ratzekal weg und so? Ja, die Bäume sind sehr gut. Die Bäume sind. Dann kann ich hier jetzt mit der Sichel anfangen, irgendwie so flop, 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 flop. Schade, dass mir die...
Gnömchen. Kleine, knuddelige Gnömchen. So. Und schwupp. Und schwipp. Schwapp. Wir mähen uns hier mal durchs Gemüse. Dieser blöde Fluss hier drüben hat mich übrigens auch Ewigkeiten sehr getriggert. Sehr genervt vor allen Dingen. Wenn ich hier nichts treffe, nervt das auch sehr. So, flimp und flimp. Ich finde das so süß, wenn die so rausploppen. Flop und flop und flop. Mähst du wohl den Rasen? Also jeder normale Mensch, der schon einmal Rasen gemäht hat, würde jetzt sagen, du bist doch bescheuert. Wieso mähst du denn bei Regen? Das funktioniert doch eins gar nicht. Das ist natürlich nicht ganz so unwahr. Ich will die beiden Ställe wieder umbauen. Ich will die wieder hier rüberstellen. Das habe ich bei meinem anderen Spiel auch. Ja, ist ja schön, dass ich jetzt eine erfahrene Sichelschwingerin bin. Das ist voll das Mega-Kompliment. Glaube ich. Ich finde es gerade eher anstrengend. Leider braucht man tatsächlich am Anfang am ehesten den Hammer. Finde ich persönlich. Um halt das Material für die ganzen Verbesserungen überhaupt zusammenzukriegen. Also so das Eisen und Silber. Ich glaube, Gold finden wir in der Höhle noch nicht. Da gibt es später eine Höhle, die dann Gold macht. Oder wo Goldklumpen drin zu finden sind, die ich noch nicht sonderlich weit erforscht habe, aber ich habe zumindest schon davor gestanden. Warum wächst hier denn schon wieder so viel an Gebäumse? Kann es das mal sein lassen? So, komm, Zuckerrohr nehme ich auch mit. So. Dann greifen wir mal wieder auf die Axt zurück. Ja, da muss ich dann ja nicht mehr den Stamm wegmachen. Ich bin ein wenig müde. Ja, wir wollen uns mal nicht so piepsig anstellen hier, ne? Wenn ich einen Bauernhof übernehme, muss ich damit rechnen, dass es auch ein bisschen anstrengend wird. Hey, 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 hey. Meine Taschen sind voll. Ja, das macht nichts. Diese blöde Harz brauchst du wirklich, Mensch. So. Ist irgendeinem von euch schon mal ein Grund begegnet, wozu man Harz braucht? Mir bisher noch nicht, aber vielleicht liegt das auch einfach an mir. So.
Da oben steht ein Pferd, ein braunes. Sind alle Pferde im Eingangsbereich hier braun? Ich habe hier doch bestimmt so ein paar Experten rumlaufen, die das auch spielen. Sind eure Pferde auch braun? Will ich jetzt mal wissen, ich bin neugierig. Habt ihr auch braune Pferde? So, 5 und 5. So, hier kann ich noch mal nichts reintun, ne? Ja. So viel. Ja, kann ich wieder nicht mitnehmen. War jetzt zu erwarten, so. Hier ist Eiweiß, soll ich behalten. Das Ei will ich noch behalten. Das muss hier noch ein. Verarbeiten das. Noch Milch? Ja, ich habe sogar noch ziemlich viel Milch. Über 400 Holz. Ein weißer Opal, der bringt mir jetzt auch nicht so mega viel Kohle ein, ne? So Joghurt und ein bisschen davon und dann gucken wir mal, dass wir... Oh, ich habe das Garn vergessen. Garn will ich auch verkaufen. So, hopp, weg. Dass wir mal diesen komischen Dings da wegbringen. Ein Fuchspopo. Ein Fuchsipo. Knieps. Kannst du reinknieps? Würde ich vielleicht nicht unbedingt erraten, aber könnte man machen. Jetzt ist es Montag. Bestimmt ist heute zu. Nein, es ist nicht zu. Gott sei Dank. Ich hätte manchmal Regentage machen. Mich immer ganz trübselig. So schlimm ist es auch wieder nicht. So. Hätte ich eh den Opal geben sollen? Wahrscheinlich, ne? Also der Museumstante da. Eine Höhlenperle, kann ich dir hier irgendwas... Nö, dann halt nicht. Ist auch noch nicht so viel passiert, ne? Hoffentlich sehen wir einen Regenbogen. Ach, die ist immer so positiv. Ich mag Beth. Dass die mit Lars zusammen ist, finde ich irgendwie voll putzig. Eifersüchtig. Ja, das mag sein, aber ein bisschen. Ich wollte Beth auch haben. Ja, aber dafür nehme ich dann halt Laura. Hallo, Laura. Hey. Was machst du hier, soll ich dich herumführen? Ja, bitte. Führe mich direkt in deine Arme. Nur wenn es regnet, ist kein Arsch auf der Straße. Aber wenigstens regnet es dann konsequent den ganzen Tag über. Angela. Ich möchte sie Angela nennen. Ach je, Angela scheint nicht da zu sein. Aber das ist in Ordnung, wir machen das schon. Ich habe ein paar Essiggurken, die ich vor 10 Jahren eingelegt habe. Möchtest du sie mit mir probieren, mein Lieber? Warte, meinst du mich? Jep, du wirst meiner armen, lieben Oma doch nichts abschlagen, oder? Nicht, wenn du es so ausdrückst. Gut, und jetzt sag Ah. Schön aufessen, na los. Was denkst du, wie schmecken sie? Sie haben einen sehr einzigartigen Geschmack. Einzigartig, was? Da hast du dich aber gut gerettet, Kumpel. Ganz ehrlich, ich habe echt Angst davor, das runterzuschlucken. Ja, ja, genieß den Geschmack nur so lange du willst, mein Lieber. Dann sollte ich selbst auch mal probieren. Die schmecken fabelhaft. 10 Jahre machen wirklich einen Unterschied. Da fällt mir ein, im Keller steht ja noch ein Glas, das schon vor 100 Jahren gemacht wurde. Vielleicht sollte ich die auch gleich aufmachen, wenn ich schon dabei bin. Oh, es ist ja schon spät. Ich habe vergessen, dass ich heute was am Boot reparieren muss. Also mache ich das jetzt lieber. Man sieht dich. Meine Güte, diese Emilio ist ja ein fleißiges Bienchen. Ein fleißiges Bienchen, jawohl. Hallo, Chavanya, was kann ich für dich tun? Hallo, Oma.
Ich wäre ein bisschen beunruhigt, wenn sich Jack um den Laden kümmert. Hallöchen, meine liebe Savannah. Hallöchen, Oma. Jack ist wahrscheinlich wieder oben. Ich Lust hochzurennen. Steine mit dem Hammer zu zertrümmern, das ist das eine, aber du kannst auch den Boden damit einebnen. Probier es mal aus. Habe ich schon, aber danke für den Tipp. Sehr nett. Huch, jetzt würde ich gerne was bei dir kaufen. Ich brauche Dinge. Kartoffeln, Steckrüben, Gurken, Erdbeeren. Ich möchte jetzt Erdbeeren. Und ich wollte nochmal hochgucken ins... Ich habe so keinen Platz mehr, ne? Doch, ein bisschen was habe ich noch. Also okay. Ich will nochmal eben gucken ins... nicht ins Museum, sondern... Hier. Meisterlampe. Ins Rathaus natürlich. Cooler Neoname. So. Ein weißer Opal. Geht das klar? Von Lars. Hab ich den nicht gerade irgendwie. Moment. Guckt er viel zu selten hin, muss ich zugeben. Jetzt habe ich schon wieder einen Fuchspo. Warum hält mir dieser Fuchs immer seinen Hintern in die Kamera? Ich finde das nicht sehr charmant. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Hab ich die noch hier? Ja, das ist ein weißer Opal. So, flupp. Nö. Kein Ei. So. Das kann hier in Ruhe weiterarbeiten. Obwohl ich ja jetzt tatsächlich am Überlegen bin, bringe ich wirklich ihm oder bringe ich das ins Museum? Den Opal. Obwohl, den kann ich jetzt ja ihm bringen. Und fürs Museum habe ich dann ja noch, noch welche. Ich habe gerade einen in der Bearbeitung. Peachy Patch, Peachy Patch, Peachy Patch. Peachy Patch Regen. Peachy Patch, Peachy Patch, Putsch. So. Wenn mich Lars dadurch jetzt auch ein bisschen mehr mag. Ich glaube ja nicht, dass er seine Beth für mich stehen lässt. Er wäre auch recht doof, wenn er das tun würde. Wie so ein kleines Schnuckelchen. Oh, hallo, Iori. Jan ist wahrlich eine rätselhafte Person, doch ihre vielen Talente lassen sich nicht leugnen. Ja, ihr Japaner und eure Haarknoten. Das Schiff hier. Oh, ist das süß. Oh, mir ist kalt. Mir ist so arschig kalt. Es ist schweinekalt draußen und meine scheiß Heizung springt nicht an, ne? Der ist das nämlich zu warm. Aber mir nicht. Ich fühle mich eher so, nein, es ist nicht warm. Hör auf mich zu verarschen, Heizung. Lass mich da rum. So, ich geh jetzt pennen. Erschöpft bin ich ja schon. Hallo, Korabobs. Gute Nacht. Flusch, wie ich da denn einfach mal so rumfliege.
Da-da-dam, da-da. Auf in einen neuen Tag. Guten Morgen. Speichert automatisch. Aber wir kriegen zumindest schon mal ein bisschen mehr Kohle. Das finde ich schon mal recht gut. Also es scheint sich zu lohnen, was wir da tun. Knuddel, knuddel. Wow, wow. Wow, wow.